Ich begrüße Sie zum Lokschuppenfest, das heute zum 30-jährigen Bestehen der Eisenbahnfreunde Dreiser veranstaltet wird. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich dem Verein, auch im Namen unserer städtischen Gremien und auch im Namen des Schwalm-Eder-Kreises, der heute durch Herrn Helmut Ballamagi vertreten ist, recht herzlich. Wir bedanken uns beide für diese Einladung. Der Beruf des Lokführers zählt nach wie vor zu den Traumberufen und so ist es kein Wunder, dass der Jubiläumsverein seit seiner Gründung im Interesse der Öffentlichkeit steht. Die Eisenbahnfreunde haben eine beachtliche Anzahl von Mitgliedern und wenn zu Vereinsfesten eingeladen wird, herrscht stets ein großer Andrang auf dem Bahnbetriebsgelände und lässt das Herz eines jeden Eisenbahnfans beim Anblick der wunderbaren Loks und der Technik aus der Vergangenheit höher schlagen. Auch die regelmäßig stattfindenden Dampflokfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit. Gerade eben konnte ich selber mit einer Dampflokfahrt bis nach Stadtallendorf und zurück teilnehmen. Es war ein Erlebnis und ich lege es jedem ans Herz. So eine Fahrt mit einer alten Dampflok versetzt die Reisende in eine andere Welt und bleibt lange im Gedächtnis haften. Und an diesem Punkt möchte ich einfach mal drüber nachdenken und sagen, die erste Eisenbahnfahrt in Deutschland hat am 7. Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth stattgefunden. Heute sind wir im Jahr 2018. Wir bewegen uns also 183 Jahre nach der ersten Eisenbahnfahrt. Und wenn ich sehe, was hat die Eisenbahn in Deutschland bewirkt? Beginn der Industrialisierung. Und was wäre Deutschland und die ganze Welt ohne die Eisenbahn? Das möchte ich einfach nur mal, dass sich das jeder mal in sein eigenes Gedächtnis beruft und darüber nachdenkt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle all denen sagen, die uns diese wunderbaren Ausflüge und die hervorragend organisierten Veranstaltungen ermöglichen.
Es bedeutet sehr viel Arbeit, dies alles auf die Beine zu stellen, wie auch die Instandhaltung der Fahrzeuge und die Instandhaltung eines so großen Geländes, wie hier im Bahnhof Dreisam. Und ich weiß, dass sich die Eisenbahnfreunde über das normale Maß hinaus engagieren, mit ihren Mitgliedsbeiträgen, auch im sonstigen materiellen Bereich und vor allem durch ihre Arbeitszeit. Kein Eisenbahnfreund zählt mit Sicherheit die Stunden, die er in seinem Verein investiert. Und wenn ich sehe, ich war letztes Jahr hier, als die Eisenbahnfreunde das Dach des Lokschuppens eingeweiht haben und was so ein Dach kostet, wie viel Arbeit es benötigt, das alles herzustellen, was für Verträge abzuschließen sind, was für ein finanzielles Risiko eingegangen wird. Ich habe jetzt keinen Hut auf, kann ich nur einfach sagen, Chapeau. Und ich wünsche dem Verein weiterhin den wohlverdienten Erfolg und all denen, die heute zum Lokschuppen festgekommen sind, wünsche ich einen abwechslungsreichen Tag auf dem Vereinsgelände. Vielen Dank.
Bitte? Ja. Ja. Ja, das war ja fast. Thank you.
Kandidat Nummer 1 ist heute auch unser Ehrengast. Also eine etwas andere Form als Universallokomotive der Deutschen Reichsbahn. Ursprünglich eigentlich für den Leichen des Mittels für einen Güterverkehr gedacht. Eine Bauart bedingt relativ geringe Achslast, das heißt 15 Tonnen etwa pro Achse werden auf die Schiene belastet. Dadurch kann die Lok auch universell eingesetzt werden, auch auf leichteren